Happy Birthday Europa! Die Freie Wähler Landtagsfraktion widmete dem Europatag am 9. Mai einen parlamentarischen Abend und feierte im Maximilianeum die vielen Erfolge der Europäischen Union. Schließlich sei die Staatengemeinschaft das Instrument, um in einer globalisierten Welt wirtschaftliche und politische Interessen zu vertreten, betont Dr. Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion. Man muss ganz klar zur Kenntnis nehmen, wir sprechen über 80 Millionen, die in Deutschland leben und über 8 Milliarden bald Menschen, die auf dieser Erde leben. Das heißt, deutsche Interessen im Konzert der Staaten dieser Erde sind einigermaßen uninteressant. Wir müssen für 500 Millionen Europäer sprechen, weil wenn wir für 80 Millionen Deutsche sprechen, dann sprechen wir für die Dimension von 10, 15 großen chinesischen Städten. Wenn wir also ernst genommen werden wollen, ist Europa auch das Vehikel, um die Zukunft unserer Heimat gestalten zu können. Von diesem Vehikel will künftig auch Albanien profitieren. Dessen Staatssekretärin für Justiz und Europa, Teuta Vodo, lobte auf dem Podium die massive Unterstützung der Europäischen Union für ihr Land. Dass die EU eine Erfolgsgeschichte ist, davon ist auch Caroline Kosel, die Europareferentin der Handwerkskammer München-Oberbayern, überzeugt. Letztendlich, wenn ich jetzt aus persönlichem Hintergrund auch spreche, die Freizügigkeit, die Möglichkeit, in Frieden zu leben, aber auch in anderen Ländern arbeiten zu können, mobil sein zu können, einfach so über die Grenze fahren zu können. Das ist einfach eine Wahnsinnserrungenschaft. Und da, glaube ich, müssen wir einfach weiter daran arbeiten, dass uns das nicht vergessen wird. Diese Erfolgsgeschichte der EU wollen die Freien Wähler wieder näher an die Menschen herantragen. Gerade junge Leute müssten stärker für die europäische Idee begeistert werden, erklärt Tobias Gotthardt, der Vorsitzende des Europaausschusses im Landtag und europapolitische Sprecher der Landtagsfraktion. Wer Jugendliche an der europäischen Idee beteiligen möchte, der muss sie abholen, der muss sie erreichen. Und das ist die große Aufgabe, die Europa heute hat, sich zu erklären, sich selbst zu erklären, aber auch erklärt zu werden durch Vermittler. Und da sehe ich auch die große Herausforderung für uns im Bayerischen Landtag, im Europaausschuss. Wir müssen Europa den Menschen näher bringen, gerade den jungen Menschen. Zudem müsse Bürokratie abgebaut, Energiesicherheit hergestellt und die EU-Außengrenzen effektiv gesichert werden. So könne die Europäische Union fit für die Zukunft gemacht werden. Dafür wollen sich die Freien Wähler im Bayerischen Landtag auch weiterhin mit ganzer Kraft einsetzen.